Mit der GNU Engine 4.4 kommt im Development Snapshot 5 die C-Sharp-Implementierung, um Funktionen aus deinem Code auf Buttons im Inspektor der Engine zu legen. Das Ganze gibt's bereits seit Development Snapshot 3 für GDScript. Gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an. Ich bin natürlich Most Wanted und das hier ist ein GNU 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass einen Like da, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen willst und deine Fragen und Feedback sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. Dieses neue Feature ist eine Erweiterung für die Tool-Skripte in der Godot Engine, also alles, was du im Editor hier machen kannst. Du hast bestimmt irgendwelche Funktionen, wo du dir denkst, das wäre doch per Knopfdruck echt ziemlich praktisch. Ob es das Umwandeln einer Ressource in einen JSON-String ist oder eben umgekehrt parsen und einlesen, vielleicht ein Level dynamisch erzeugen und mal im Editor gucken, wie es aussieht, oder das Spawnen von Charakteren und Entities in den Szenenbaum, und das kannst du jetzt bauen. Für dieses Video eine Funktion, die eine zufällige Farbe hier für Self-Modulate generieren soll, und wir drücken drauf und kriegen hier eine zufällige Farbe in C-Sharp hier genau das gleiche. Und ich werde ja gleich mit beiden Sprachen zeigen, wie es funktioniert. Beginnen wir mit GDScript. Zuerst musst du deine Klasse als Tool-Skript markieren, ganz oben mit der Tool-Annotation. Wenn du das gemacht hast, kannst du dann eine beliebige Node oder Ressource wählen und davon ableiten. Das Classname ist hier optional, aber du kannst es nutzen, um deine Klasse im gesamten Engine-Kontext bekannt zu machen. Dann musst du nur zwei Schritte machen, um deine Funktion in den Inspektor der Engine zu bekommen. Das erste ist, du musst eine Funktion im Code haben, die du exportieren willst. Machen wir es hier am Beispiel setRandomColor. Wir wollen für das SelfModulate-Attribut eine zufällige Farbe generieren und einfach dort zuweisen. Mehr machen wir auch dort drin gar nicht. Das zweite ist dann, diese Funktion muss in einer Variable gespeichert werden vom Typ Callable hier oben, und ich nenne sie hier mal setRandomColorButton. Dann nutzen wir den Namen unserer Funktion und dahinter das Punkt Bind, um diese aufzurufen und da dem Callable zuzuweisen. Ganz wichtig ist, mit Punkt Bind können wir auch Parameter übergeben. Sollten wir hier in setRandomColor zum Beispiel eine Farbe übergeben wollen, dann könnten wir den hier oben ebenfalls direkt angeben. Wenn deine Funktion als Variable angelegt ist, dann kommt das Export-Tool-Button-Attribut hier oben. Du gibst einen Text an für deinen Button und wenn du möchtest, auch noch ein beliebiges Icon. Und schon ist das Ganze für den Inspektor fertig. In C-Sharp ist das Ganze sehr ähnlich. Zuerst müssen wir mit dem Tool-Attribut ganz oben unser Skript zu einem Editor-Skript machen, damit auch dort die Logik ausführbar ist. Dann können wir mit Global Class das Ganze markieren und im Kontext der Engine bekannt machen. Als nächstes machen wir wie immer eine Partial Class, die von einer beliebigen Node oder Ressource ableitet. Das können wir auswählen, wie wir möchten. Und auch hier sind es wieder die gleichen zwei Schritte wie in GDScript. Zuerst nehmen wir eine beliebige Funktion, hier unten setRandomColor, und wir wollen hier ein neues Farbobjekt erzeugen mit zufälligen Rot, Grün, Blau Werten, und das weisen wir dem Self-Modulate hierbei zu. Als nächstes müssen wir diese Funktion hier in einer Variable speichern vom Typ Callable. Das machen wir hier oben mit Public Callable und diese Variable heißt hier setRandomColorButton. Ganz wichtig ist, es ist keine normale Variable, es ist eine Property, wie ihr hier im kleinen Infotext sehen könnt. Denn wir machen keine Zuweisung, sondern wir machen hier mit einer Lambda-Expression ein Get. Und zwar wollen wir, wenn wir diese Variable hier ansprechen, einen Callable zurückbekommen. Und zwar wird aus der setRandomColor-Methode ein Callable erstellt. Mit CallableFrom könnt ihr jede beliebige Methode nehmen und die daraus erzeugen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir wie gewohnt das ExportToolButton-Attribut hier oben nehmen und zwei Dinge angeben. Zuerst der Text, der auf den Button drauf soll, und optional noch ein Icon zum dazu anzeigen. Dieses Feature ist als In-Editor-Feature gedacht, eben als Tool-Skript. Umgekehrt zur Laufzeit in der Remote-Scene oder eben im Play-Mode bitte nicht verwenden. Wenn du das Ganze in der Remote-Scene versuchen willst auszuführen hier, dann kriegst du in GDScript nil
und in C-Sharp ein Null und damit eben eine Exception im Code. Das heißt, ab hier kannst du deine Anwendung vergessen. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, geh in den interaktiven Changelog, such dir hier das GitHub-Issue raus, dann kommst du auf die Seite in GitHub und hier findest du auch nochmal die Erklärung, dass das Ganze sehr ähnlich zur GDScript Annotation ist aus dem Development Snapshot 3 und hier unten hast du auch nochmal Codebeispiele. Du könntest dir auch angucken, welche Dateien hier oben geändert wurden, wie das Export-Tool-Button-Attribut hier in C-Sharp genau aussieht und ganz interessant ist sogar. In den Kommentaren weiter unten finden wir auch eine Verlinkung hier, wie das Ganze zustande kommt und zwar im Inspektor der Engine. Und damit endet unsere Vorstellung. Das war das Export-Tool-Button-Attribut-Feature. Gib dem Video gerne einen Like, wenn es dir gefallen haben sollte und abonniere, wenn du mehr sehen willst. Fragen und auch sehr gerne Feedback zum Video in die Kommentare. Auch ein simples Dankeschön hilft dem Video hier und sonst hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.